Angeblich schreibt ja kaum ein Justizminister der Staatsanwaltschaft durch Weisung vor, wie sie in einem Verfahren zu handeln hat. Schwierig wird es nur, wenn das dann doch mal passiert. Und es werden ja auch in Koalitionsverträgen immer wieder Eide darauf geschworen, dass man das Instrument politischer Weisung nicht benutzen will. Nur sich letztlich dazu aufzuraffen, dieses Weisungsrecht abzuschaffen, dafür fehlt dann entweder der Wille oder die Kraft. Vielleicht liebäugelt aber auch so mancher im Justizministerium dann doch mit der Möglichkeit, par ordre mufti einzugreifen, wenn ein Verfahren mal nicht so läuft, wie es gewünscht ist. Es soll ja selbst unter Richtern Personen geben, die das Ministerium am liebsten richterliche Unabhängigkeit hin oder her in die Wüste schicken oder zumindest mal gehörig den Marsch blasen würde. Das ist natürlich schön zu wissen, dass man notfalls zumindest die Staatsanwaltschaft etwas an der kurzen Leine halten kann, oder? Argumente, die vorgebracht oder besser vorgeschoben werden, um weiter Einfluss auf staatsanwaltliche Entscheidungsprozesse nehmen können, sind hinlänglich bekannt. Ich führe hier nur einige auf. Der Klassiker ist es, dass die parlamentarische Verantwortlichkeit des Justizministers dessen Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft erfordere. Freilich kommen viele Länder der EU ohne dieses Instrument aus. Frankreich hat sich 2013 davon verabschiedet. Führt die Staatsanwaltschaft in diesen Ländern denn nun ein unverantwortliches Eigenleben? Und sind diese Staaten mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen deshalb undemokratischer geworden? Mitnichten. Denn dann gibt es Befürchtungen, dass ein unkontrollierbarer Generalstaatsanwalt anstelle des vom Parlament kontrollierten Justizministeriums quasi freidrehen und seine Machtfülle ausnutzen könnte. Nun, vielleicht sollten da mal Gespräche geführt werden mit dem sächsischen Generalstaatsanwalt und ihn mit diesen Überlegungen konfrontieren. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die Beschlussvorlage zur Justizministerinnenkonferenz 2013. Da wird die Sinnhaftigkeit des externen Weisungsrechts bezweifelt, weil, ich zitiere, durch die Gerichte eine weitgehende Kontrolle der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit gewährleistet ist. Zitat Ende. Ein weiteres klassisches Argument, dass die Weisung ist, dass die förmliche Weisung in der Praxis ohnehin keine Rolle spielt. Und im Übrigen sei im Koalitionsvertrag ja auch noch vereinbart, dass, Zitat, das sogenannte externe Weisungsrecht des Justizministers bis zu seiner Abschaffung in Sachsen nicht ausgeübt wird. Zitat Ende. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber bis jetzt ist mir nicht bekannt, dass schon mal ein Betroffener als Anspruchsgrundlage erfolgreich einen Koalitionsvertrag zitiert hat. Oder wie es der sachkundige Reinhard Schade in der Anhörung aufgedrückt hat, eine derartige Erklärung hilft, Zitat, überhaupt nicht. Wenn von einer Regelung keinen Gebrauch gemacht wird und sie auch keiner will, dann kann man sie auch abschaffen. Oder anders ausgedrückt, nichts ist nutzloser als eine Regelung ohne praktisches Regelungsbedürfnis. Schließlich rettet man sich gerne hinter das Verfassungsrecht. Mit einer Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes sei es nicht getan, da müsste man auch an das Grundgesetz ran und dafür fehlen die Mehrheiten. Nun ja, wenn Sie unseren Antrag gelesen hätten, wüssten Sie, dass wir das Ziel nicht den Weg beschrieben haben, welcher zu mehr Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften führen soll. Und die akademische Diskussion dazu muss im Bund erst einmal geführt werden. Das setzt natürlich voraus, dass dieses Ziel tatsächlich mitgetragen wird. Vielleicht ist aber Ihre Vereinbarung im Koalitionsvertrag nur Makulatur und Sie machen den Leuten etwas vor. Wie heißt es doch im Volksmund so schön? Wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Wir werben deshalb darum, der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassung, Recht und Europa nicht zu folgen. Vielen Dank.